Mein Name ist Kirsten Graupner. Meine erste Berlinale war 1989. Rain Man und Mississippi Burning. Damals waren es zwei Filme. Ganz am Anfang, man fängt ja immer so klein an. Und dann habe ich mich hochgearbeitet, habe in den Jahren zwei vollkommen verpasst, weil ich nicht in Berlin war. Aber ansonsten war ich immer irgendwie bei der Berlinale mit dabei. Was, glaube ich, sofort eigentlich kommt, wenn ich ehrlich bin. Das war der zweite Film, das war halt Rain Man. Das war 1989, das war im Zoopalast. Dann gab es mal diesen Herrn, der dann damals, so ein etwas älterer Herr, der es aber sehr nett gemacht hat, dann die Leute auf die Bühne gerufen hat. Und dann gab es mal diese beiden Palmen, dann diese Plastikpalmen so rechts und links. Dustin Hoffmann war damals da und der Film hat wahnsinnigen Applaus bekommen, ist richtig gut angekommen. Und dann kam dieser kleine Dustin Hoffmann, der ja auch irgendwie 1,69 oder so ist, auf die Bühne, wirklich sehr klein. Und der wurde wirklich, hat man den Eindruck, gegen diesen Vorhang, diesen plüschigen, rosafarbenen Vorhang gedrückt und sagt dann halt so: Thank you, you make me cry. Und es war einfach ein, also da war wie so ein, es fand was statt zwischen Publikum und ihm. Und das war sehr, sehr eindringlich. Genau, und das war da so, in dem Moment hatte ich es dann. Und dann dachte ich, sowas würde ich gerne wieder haben.